Demokratie hat ja sich sehr umfassend der Frage der Demokratie, nicht nur, aber darin ganz besonders der unmittelbaren Demokratie zugewendet in den 21 Jahren, die es uns jetzt in dieser Form gibt. Ich selbst arbeite an diesem Thema jetzt im genau 30. Jahr. Früher hatte dieser Arbeitszusammenhang noch einen anderen Namen, aber seit 21 Jahren gibt es mehr Demokratie. Und ich glaube, wir haben erheblich dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik heute in vielerlei Hinsicht anders aussieht als zuvor, wenn Sie sich einfach nur der Tatsache entsinnen, dass wir vor etwas mehr als 20 Jahren in gerade mal einem einzigen Bundesland die Möglichkeit hatten zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, dort recht eingeschränkt in Baden-Württemberg war das. Heute diese Möglichkeit in allen 16 Bundesländern haben und auch bei Volksbegehren und Volksentscheid sowohl die Möglichkeit in den Ländern deutlich angestiegen ist, als auch die Regelungen sich verbessert haben. Da ist zwar noch viel zu tun, aber da haben wir viel schon erreicht und das macht zugleich auch das Selbstverständnis unserer Arbeit deutlich. Wir forschen über dieses Thema, wir arbeiten inhaltlich an diesem Thema, aber vor allen Dingen geht es uns in der Tat darum, die Wirklichkeit, die Verhältnisse zu verändern in Richtung auf mehr unmittelbare Demokratie, mehr direkte Beteiligung der Bürger an den sie betreffenden Entscheidungen. Und da kommt man zwangsläufig aktuell an einen Punkt, wo man sich sagen muss, was hilft es, für mehr Demokratie auf nationaler Ebene zu sorgen, wenn immer mehr Entscheidungen längst nicht mehr im Nationalstaat, sondern jenseits dessen entschieden werden und wir konstatieren müssen, dass bei allen Bemühungen diese supranationale und in unserem konkreten Fall diese europäische Ebene eben mitnichten die gleichen Möglichkeiten unmittelbarer Beteiligung sicherstellt und auch im Bereich, das ist ja heute in vielerlei Form ausgeführt worden, auch im Bereich der repräsentativen Demokratie, die Legitimationsketten ungleich viel länger, indirekter und schwächer sind, das heißt der Einfluss der Bürger deutlich schwächer als sonst in der Politik vor Ort. Und das macht einfach notwendig, sich der Frage der Demokratie auf europäischer Ebene zuzuwenden. Den wenigsten Bürgern ist bewusst, in welchem Maße in den letzten Jahren sukzessive Kompetenzen dorthin gewandert sind. Das ist ja auch nie eine Entscheidung gewesen, die bewusst getroffen wurde von den Bürgern, übrigens, ich behaupte, auch nicht von den Parlamenten. Also als langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages, der ich überwiegend über den Rechtsausschuss und den Europaausschuss angeordnet habe, kann ich sagen, der Bundestag hat selbst eines Tages zu staunen begonnen, wie viele Rechte er schon nicht mehr hat und hat das im Vollzug vielleicht auch gar nicht immer selbst ausreichend realisiert, welche Kompetenzen oder welche Konsequenzen verschiedene schleichende Kompetenzübertragungen haben. Das quantifizieren zu wollen, halte ich für schwierig. Sie alle kennen vielleicht die Antwort der Bundesregierung auf die Abfrage, auf die Anfrage des damaligen Kollegen Singhammer, wie viele der Rechtsakte, die für die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland verpflichtend sind. In den Jahren von 1998 bis 2004 haben ihren Ursprung in Brüssel oder in den Organen der Europäischen Union, wie viele in Berlin oder in Deutschland. Die Antwort auf diese Frage war damals in Berlin oder Deutschland haben ihren Ursprung 4.250, ich zähle jetzt zusammen Gesetze und Rechtsverordnungen, 4.250 und in Brüssel 18.917. Nun gibt es kluge Aufsätze, die mit berechtigten Argumenten sagen, wenn man daraus jetzt ein prozentuales Verhältnis bildet, das sind dann etwa 83%, weckt man einen falschen Eindruck, denn man muss ja auch qualifizieren, wie gewichtig sind diese Rechtsakte und ein Aufsatz, den ich kürzlich las, kam dann zur Auffassung, hier werden die Behörden verglichen, es geht zum Teil um Rechtsakte, die nicht dasselbe Gewicht haben. Am Schluss aber kam der Autor dann zu der Auffassung, es seien bei 75% oder 83%. Ich möchte mich, und das verstehen Sie, an dieser Rechnerei nicht beteiligen, ich halte jede Rechnung für schwierig. Es gibt nur grobe Angaben der Richtung und man muss zweitens sagen, dass wir ja sowohl in den bereits geltenden Verträgen als auch insbesondere im Lissabon-Vertrag, wenn er denn in Kraft tritt, so etwas, und Sie verzeihen mir, dass ich jetzt in etwas einfachen Bildern spreche absichtlich,
so etwas wie eine schiefe Ebene eingerichtet haben, auf der nach und nach Rechtsetzungsbefugnisse zunehmend wie der im Frühjahr schmelzende Schnee auf dem Dach Richtung Brüssel rutschen werden. Denn wir haben mehrere Klauseln, die der Europäischen Union ermöglichen, zusätzliche Rechtsetzungsmaterien an sich zu ziehen oder auch solche, die bisher nach dem Einstimmigkeitsprinzip entschieden wurden, das heißt, wo die Nationalstaaten noch mehr Gewicht hatten, künftig nach der Mehrheitsregel entscheiden zu können. All dies hat auch demokratische Implikationen, aber es führt in der Summe dazu, dass zunehmend die Entwicklung anhält, dass mehr und mehr Kompetenzen Richtung Brüssel wandern, während eben die demokratischen Rechte und Beteiligungsrechte auf dieser Ebene nicht im selben Maße, jedenfalls behaupte ich, zunehmen oder zugenommen haben. Das ist ein Dilemma aus Sicht der Demokratie, ein Dilemma aus Sicht der Bürger, denen Demokratie am Herzen liegt. Und ich meine, grob gesprochen, man könnte drei Konsequenzen aus diesem Dilemma ziehen. Die erste wäre zu sagen, Schluss damit, also wir machen sozusagen die Grenzen dicht für Rechtsetzungsmaterien, die da weiter rüberwandern wollen, oder holen uns Sachen zurück. Das wäre sozusagen die Stärkung des Nationalstaats als Ziel der Geschichte, grob gesprochen. Zweite Konsequenz wäre zu sagen, das muss man in Kauf nehmen, das ist einfach sinnvoll politisch und der Verlust an demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten muss dafür in Kauf genommen werden. Das ist ja die politisch gegenwärtig scheinbar überwiegend verbreitete Ansicht in unserem Land. Die dritte wäre, mehr Demokratie auch jenseits des Nationalstaats zu etablieren. Also die erste Position ist vielleicht demokratisch, aber sie ist antieuropäisch. Die zweite Position ist vielleicht europäisch, aber sie ist antidemokratisch. Und ich meine, das muss man auch so deutlich aussprechen. Und deshalb kommt in meinen Augen eigentlich nur die dritte Position in Frage, wenn wir jedenfalls davon ausgehen, dass es sinnvoll und notwendig ist, in heutiger Zeit, dass Rechtsetzungsmaterie nicht auf die Ebene des Nationalstaats beschränkt ist, sondern dass es Dinge gibt, die jenseits der Nationalstaaten entschieden werden müssen. Und wenn wir in der Europäischen Union eine berechtigte und sinnvolle Einrichtung sehen, dann kann es meines Erachtens nur darum gehen, auch auf dieser Ebene substanziell für mehr Demokratie zu sorgen. Dass die europäische Ebene so eine vergleichsweise Demokratiewüste ist, hat ja historische Gründe. Europa begann mit dem Instrument der Verträge, die zwischen Nationalstaaten geschlossen wurden, von Regierungschefs geschlossen wurden. Das Schließen von Verträgen ist Arkanbereich der Exekutive in unserer Verfassungsordnung. Das heißt, da schauen die Parlamente und schauen die Bürger im Wesentlichen zu. Es gibt dann die Ratifikationsmöglichkeit oder Notwendigkeit, aber die Ratifikation, das weiß jeder, der daran mitgewirkt hat in der Praxis, gibt ja nicht mehr die Möglichkeit, sozusagen das Paket irgendwie inhaltlich zu verhandeln, aufzustimmen, zu verändern und so weiter, sondern gibt nur noch die Möglichkeit, Ja und Amen oder auch Nein zu einem abgeschlossenen Prozess zu sagen. Das ist übrigens auch ein Thema. Über lange Jahre war das Verfahren der Beratung europäischer Vorlagen im Rechtsausschuss des Bundestages so, dass wir die Vorlagen überwiesen bekamen, dann diskutiert haben und zu Beginn haben wir das so ähnlich gemacht, wie wir das mit nationalen Gesetzgebungsvorlagen machen. Das heißt, wir haben gesagt, dieser Artikel muss umformuliert werden, das kann so nicht stehen, da bleiben, das streichen wir uns, weil da hat sich die Bundesregierung gemeldet und gesagt, aber meine Herren, wir haben doch in Brüssel längst zugestimmt. Das kann ja auch nicht funktionieren, wenn dann die nationalen Parlamente kommen und wollen noch dies und das verändern.